sind wir wieder bereit, den Geistern den Arsch zu hauen. Oder den Arsch gehauen kriegen. Wir schauen mal. So, Räucherstäbchen in zwei Varianten und dem Geist während einer Jagd entkommen wäre möglich. Mhm. Unwahrscheinlich. Knotsch, knotsch. Wollt ihr jetzt gerade sagen, sind sie hier? Ich sieh's da. Sind Sie hier, Frau oder Herr? Was ist gar nicht, was sind das? Charles Miller. Herr Miller. Mr. Miller. Sind Sie hier? Dann würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen. Gib uns ein Zeichen. Jetzt bin ich wieder zum Du übergegangen. Da ist doch was gefallen, aber ich weiß nicht wo. Wow. So, da liegt er. Wieso liegt er jetzt auf einmal? Der lag doch vorher nicht da. Hob dich jetzt einfach mal. Da was gefallen? Ich kann es nicht sagen, aber irgendwas ist passiert. Ja. Sieht hier scheinbar auch nicht besser aus. Dann schmeiße ich mal eben meine Sachen hier auf den Tisch. Was ist denn gefallen? Ich weiß es nicht. Überhaupt kein Plan, wo. Oben oder unten, rechts oder links. Weiß es einfach nicht. Machen wir mal eine Temperaturmessung. Okay. Küche. Okay. Da war ich doch gerade. Ja, das ich habe da ein Déjà-vu. Immer wenn wir den Geist entdecken, guckt, da war ich doch gerade. Achso, ich habe ja Schwachwuchs dabei. Reicht sich halt nicht immer sofort, das wissen wir doch. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Ist mir da was gefallen? Das war ich. Sollte sich aber mehr nach dem, sollte sich nach dem Gegenstand, an den der Geist bewegt hat. Ja. Er war rot. Ja. Hol mal eben mein EMF hier rüber. Nö. Ah. Oh, das sah fast aus wie ein Fünfer. War das ein Fünfer? Oh, nur. Ging leider nur 2 Millisekunden. Saugt wie Hulle, ne? Die Tür hat er zugemacht. Fingerabdrücke. Mal aufstehen, bitte. Die Tür wieder auf hier. Jetzt hat er. Hast du ein Futterbrett irgendwo? Ja, wir haben. Ja, wir haben ja schon Fingerabdrücke. Achso, ja, gut, das ist ja. Aber bitte.
Weil das das Fenster war. Nee, nee, da drüben ist eine Küche. Haben wir halt noch mal Finger ab. Boah, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das ein 5er EMF war. Kann aber sein. Moment, 30, das geht ja. Bist du hier? Steht nicht. Ja, super. Ja. Total Knorke. Auch bei mir hat er ja eben auch noch nichts geantwortet. Ich wollte es halt mal versuchen. Ja, klar. Oh! Weißt du, oh, direkt vor meiner Nase so ein Dings runter. Wir wollen einen. Wo ist denn jetzt wieder der Fotoapparat hin? Da. What's Maul? Ist er da wieder Türen am Bewegen? Ist er jetzt mehr da drüben? Ne, ist immer noch hier. Gib mir ein Zeichen. Klung. Und er hat ein EMF 5. Das heißt EMF 5 und Fingerabdrücke. Ja, richtig. Dann haben wir keine Box. Hätte sich das auch geklärt. Dann ist er hier in die Spur gelaufen. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Jetzt weiß ich nicht, ob das. Okay, den Fotobot kann ich auch vergessen. Schmeiß den mal hier weg. Räuchern. Nee. Was? War was? Mhm. Die Tür wieder bewegt. Achso. Ah, jetzt ist er wieder da durchgelaufen. Ich habe kein Fotoboard mehr. Muss da irgendwo noch einer liegen von dir, oder? Nee, ich glaube, der liegt vor der Tür. Weiß nicht. So komme ich leider nicht dazu, seinen Schutz zu fotografieren. Tja. Ist schade. Dort. Ui. Dann haben wir ein Video. Darauf ein Dubmeister. Prickelnd ja. Herb. So, wollten wir noch was? Nö, ne? Ja. Na gut, fangen wir ab. Mhm. Schon Dubmeister getrunken? Es sah ein bisschen danach aus. So, natürlich war es ein Gurio. Natürlich. Dann ist die Willow Street am Winken. Am Winken, am Tun. Aber es fällt auf, dass in der heutigen Sitzung die Geister allgemein
nicht mehr so diese zack, 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 drei Beweise, Schuss raus. Sondern die lassen sich schon noch ein bisschen Zeit heute. Jetzt ging gerade über so insgesamt. Photogeist, kommt die beste in der Jagd, EMF, Schlüssel, Taschenlampe, F und Telefon. Wir haben mal Telefon mitgenommen. Fotoapparat heißt bei mir auch sofort Telefon. Falls du dich da mal irgendwann fragst. Mhm. Da kommt da der typische Flurknochen. Ein Flurfuß. Ja, da war ich zwei Geisterfotos. Wie viel hast du? Wie viel EMF? Ja, das zählt ja nicht. Stimmt. Aber bis hier, doch, geht aber bis hier. Ja. Mein. Ja, dann ist er wohl in der Küche, wa? Nee. Was? Tür war zu. So. Dann ob ich unten noch irgendwas finde. Romeo? Nein. Und dann, dass er in der Garage ist. Da wollte ich ja eigentlich gerade hin und dann kam dieses Glibbermonster da. Ja. Ja, aber das Glibbermonster stand ja in der Küche, also rechnen wir doch eher mal erstmal, dass es hier ist. Ja, aber ich habe halt sonst nichts gefunden. Ja, mir fehlt der Gegenstand, fehlt neue Knochen habe ich ja. Turm ist hier, das wollte ich doch tun. Was zu tun? Mann, ey. Und da ist ein Ouija-Brett. Na siehste, haben wir doch alles. Damit hat sich das schon erledigt. Eieieiei, es ging echt schnell, kaum drin. Hallo. Ja, so muss es sein. Und da ist wieder was gefallen. Boah, ich habe nur die Interaktion gekriegt. Du hast den Geist gekriegt. Boah. Ja, aber dann war ich einen Tick früher dran. Foto. Ja. Mann. Irgendwas ist gefallen, aber ich sehe es nicht. Was soll ich dazu sagen? Na, dann haben wir schon zwei Aufgaben erfüllt. Geilo. Gib uns ein Zeichen. Lass es doch sein. Ich wollte gerade sagen, hast du Gefriertemperaturen gehabt, aber die hast du, glaube ich, von draußen mit reingemacht. Geht's uns. Komm. Bist du hier? Hm, immer nix. Also, okay. Fuck. Warte, ich nehme mal noch ein Salz mit. Doof. Oh, ja, mein Handdruck am Fenster. Ja, cool. So. Ich glaube, das sind Ohrpartie keinen. Ja, da können wir so jetzt bisher alles, was wir haben. Also der EMF4, der lässt ja noch zu hoffen. Lässt ja noch hoffen. Zu wünschen übrig und zwar. Und das ist noch zu wünschen übrig, ja. Box. Bist du hier?
Wo bist du? Was willst du? Da ist ein Bild im Wohnzimmer gefallen. Na super. Bist du hier? Oh ja, Geschirrtemperatur. War das eben doch richtig, was ich da gesehen habe, als du mir entgegenkam? Dann habe ich sie mitten mit reingeschleppt, oder was? Ja, genau. Oh ja, jetzt. Oh, da fliegt das nächste Bild. Dann brauchen wir noch ein Buch hier drin. Ich war vor allem. Ah, das Fotowort habe ich doch. Bist du hier? Oh. Ah. Klopft wieder ans Fenster. Bist du ein Kind? Oh. Was willst du? Kill. Gut. Wir haben noch ein... Ah ne, Quatsch. Ich hab nichts gesagt. Da fehlt schon wieder was. Ein Mimik. Okay. Ah, der Orb ist im Wohnzimmer, ja. Passt. Da ist auch noch was gefallen. Ein Orb haben wir auch, ja klar. Fotos haben wir reichhaltig. Ja, das liegt doch befähigt. Ja, können wir mal so weit. Wie wir sie haben wollen, gemacht. Dann fahren wir. Ja. Siebzehn Minuten bisher die Folge, dann würde ich sagen, Gefängnis. Welcome back. Gehen Sie nicht über los. Hm. Sehen Sie nicht $4000 ein. Hm. Was soll das? Rums. Was rums denn hier? Wo wollte ich hin? So. Los. Prison. Ja, Prison. So, Salz, Kerze ausblasen. Mitglied eines Geister-Events sein. Ja, kann man machen. Mitglied, ja. Ich glaube, ich wollte keinen Dings mitnehmen. Kein EMF. Ich wollte gucken, wo Strom ist. Aber ist ja direkt da unten. Ja, perfekt. Ja. Was ist denn jetzt dabei? Unten links quasi, also so einmal um das, ja, wo du jetzt läufst, oben links rum. Nee? Naja, ich würde noch was. Naja, okay. Ah! Oh, das habe ich auch noch nie gehabt. Was ist passiert? Wirst es sehen. Okay. Noch links rum und wo noch? Ja, noch weiter, wieder links rum. Und nochmal links rum. Und dann kommst du, halt, stopp. Da vor die Tür, da. Ach so. Da, genau. Da hast es. So, dann komm ich auch mal rein. Ja. You will see it. So, okay. Das war dezent. Doch schon. Kann man wohl so sagen. Hab ich da gerade ein Geräusch gehört?
Oh ja, ich habe hier eine Tür gehört. Wo? Irgendwo. Da hier relativ auf der Nähe Eingang. Ich weiß nur nicht, welche Tür es war. Oder was da hinten die Tür? Mal gucken, Fotos. Oh, Fingerabdrücke. Oh. Okay. Okay, ja, es war dann. Moment, die Tür hier. Ja, ich habe hier auch minus 0, minus Hast du wieder 4,5 was Grad. gehört? Naja, hier ist Minustemperaturen. Eine Bücherei. Ja. So, wir haben Fingerabdrücke plus Gefrier. Mal gucken, was wir nicht haben. Keine Dots. Da bis. Dots können wir uns schenken. So, wir haben jetzt, wir haben Fingerabdrücke und Gefrier. Ja. Echt? Gefrier hat man auch schon? Ja. Ja, cool. Ein Dämon ist auch noch drin. Ja, da freuen wir uns doch alle. Wahrscheinlich ist er deswegen so nah an der Warum Tür, läufst außer. du denn da? Uns geht da lustig aus hier. Ja. Okay, er hat auch noch nicht viel getan. Nee, bei mir war mehr als bei dir, witzigerweise. Saugungsmäßig. Ja, du warst ja auch ein bisschen länger drin. Ich bin ja erst später nachgekommen. So, trotzdem meine Sprachbox mit, weil. Ja, Sprachbox ist ja in Ordnung, nimm nur kein Dot mit. Nee. Ich kann sie halt nicht benutzen, die Sprachbox, Ja deswegen. gut, kannst du ja ruhig hinlegen, wenn du sie nicht verwenden kannst. Wo ist die Gefriertemperatur? Hier ist sie. Okay. Der ist nicht mehr hier. Doch, der ist. Ich habe da gar nicht die Gefriertemperatur. Außerdem ist hier gerade was gefallen. Hier ist Gefriertemperatur. Lob's mir Ja, ich habe einfach. draußen gerade noch was gehört. Ja. Der ist wahrscheinlich nicht hierauf fixiert, aber er ist auch hier. Wow. Ich wüsste jetzt nicht, was. Die ist ja ganz schön ausufernd hier. Ja, das stimmt schon. Ja, scheiße. Da riechen das jetzt am Klingt. besten auf. Macht denn hier so komische Geräusche? Oh, Tür. Ja. Ja, komm, ich mach's einfach mal hier hin. Bist du Bist du hier? hier? Steht er dich? Nö. Gut, dann probiere ich mal. Bist du hier? Wo bist du? Läuft er durch Dings, durch Salz. Bist du ein Kind? Bist du alt? Was willst du? Sollen wir gehen? Ja noch nicht so gesprächig. Schreib ins Buch. Oh. Jetzt sind wir wieder am Abfackeln.
Okay, da können wir mal eine Pille nehmen. Brauche ich noch eine Kamera? Ja. Ich guck mal eben auf die, die schon da ist. Selbst gelaufen gerade. Schreib ins Buch. Tschüss. Ich glaube, ich habe ihn auch gesehen. Echt? Ja. Gerade noch selbigen. Da ist er. Ja, ist ein Orb. Ein Orb. Ein Handtuch. Oder es ist. Warte mal. Hä? Ja, Box. Ja, Box hätten. Dann wäre es ein Mimik. Ja, wirkte nicht so boxig. Das ist ein Handtuch. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du nett? Können wir helfen? Wo bist du? Was willst du? Nee, ich glaube nicht. Ja, da ist Kerze aus. Und macht jetzt gerade Wasser an. Wo machst du denn jetzt Wasser an? Das ist ja lustig. Der muss ja durch die Wand gegangen sein. Okay. Weil der hat Wasser angemacht und da ist halt kein Durchgang, um überhaupt irgendwo zum Wasser zu kommen. Na gut. Aber was ein Handtuch ist, was ein ordentliches Handtuch ist. No. Ist auch Wasser anmachen, ist ja klar. Ja gut. Dann nehmen wir ein Handtuch. Wa? Nehmen wir ein Handtuch. Ach, Kerze ist auch aus, sehr schön. Ja, sagte ich eben. Ach. Oh Mann. Ja, ist wieder. Naja. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ja, 210. Mein Handtuch. So, wir waren eben Windows Twitter. Oh, ich glaube, ein Tanglewood kriegen wir noch hin. Für die Folge, weil wir sind bei 29 Minuten. Dann tangeln wir noch ein bisschen. Und so gut. Tangle, gut.
Belzebu. Ach so. Das wusste ich nicht. Das ist so Montag. Ja. Oder Dienstag. Je nachdem, ja. Aber könnte auch Sonntag sein. Ja, ist schon gut. Ich finde, sie machen sehr gut. Ja, ist erwähnt. Hört sich alles doof an. Geh auf! Ja, ich. Es hakte bei mir auch jetzt gerade. Jetzt gewitzt. Kriegst du den Truck nicht auf? Ich glaube, ich krieg deinen Truck nicht auf. So. In Kartoffelhausen. Ah, oh, da ist schon was passiert hier. Ja, ich weiß. Da. Hat das gefunzt? Interaktion. Also keine Finger. Ups. Nö, und ein Zweier. Natürlich. Wo auch sonst? Genau, im Keller hat es irgendwas gefunden. Knochen hatte ich gefunden. Okay. Licht bräuchte man noch. Ja, nee, ist schon an. Achso, okay. Keller ist ein Gegenstand. Ne? Keller ist nichts los. Nicht. Nicht. Da. Oh, hab ich den übersehen? So, wo war denn? Ja? Okay. Danke, Geist, für diese Antwort. Hm? Ich wollte wissen, wo es war, und in dem Moment hatte die Tür vor mir bewegt. Hm. Wenn er mir das. Aber jetzt ist der Truck heller als eben. Ja, komisch. Aber eben schon sehr dunkel. Da haben wir echt Strom gespart. Ist er schon wieder an der Tür? Ist die Tür hier, die liegt der. Türen, die Papa. So, dann nehmen wir mal dieses und jenes. Hast du dieses kleine Zimmer, weil da halt echt kein Platz ist für irgendwas. Da kann sich eigentlich nicht bewegen, das ist ja echt. Aber gut. Andererseits kann der Geist dann auch. Bin ich allzu viele Möglichkeiten, was er hier. So ein Orb. Ja, mein Du. Ja, mein Du. Keine Fingerabdrücke. Drahtlichter? Nee. Ich muss Box mal mit reinnehmen und noch ein zweites Buch. Tütet wieder. Und er ist in links gelaufen. Das wird aber auch mal. Ja, aber. Also das heißt, die EMF fällt weg. Ja, ja, der. Buch, Boxdots. Hab ich den gerade. Ne, das kann auch gewesen sein. Ja, ich weiß es nicht. Bist du hier? Nein. Aha. Was willst du? Hate. Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du nett? Du jetzt Kill gesagt? Bist du nett? Kill. Naja, es ist Carol Anderson. Das garantiert wieder das kleine Gör. Ja, kommt schon rein. So, dann haben wir also auch eine Box. Ja, können wir wieder fahren. Okay, fehlt denn noch? Ja, das war's dann. Können wir fahren. Was hatten wir denn noch? Gefriertemperaturen, Orb, Box. Ach, Gefriertemperaturen, die hatte ich gar nicht. Auf dem Schirm. Nö, du hast halt Atem. Du hast der Kamera schön. Echt jetzt? Ja.
Jetzt sehe ich es, ja. Ja, oh, schön. Ist auch ein schnelles Tingelmut. Schön nochmal einen abgetängelt hier. Und Rio. Ja, genau. Fox und Foxy. So, dann. Kommen wir ab. Ja. Ja. Habe ich mal eine Pille geholt. Wahnsinn. Ich schon, ne? Nee, auch nicht. Okay. Du warst ja auf 48 runter. Ja, gut. Leben am Limit. Ja, und damit sind wir mit dieser Folge zu Ende. Und 699. Ja, in der nächsten Folge seid dabei, wenn der Xi die 700 knackt. Und ich, naja, die 666 noch nicht, aber kommt dann auch bald. Ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen für uns vielleicht. Und nächstes Mal wieder zuschauen. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.